guckst du 5 Minuten vor der Show runter und denkst so, oh, naja, das wird jetzt nicht so geil. Und dann gehst du runter, machst dich nochmal kurz warm. Und dann läuft das Intro los, du gehst vor und auf einmal ist der Platz voll. Und das ist halt so dieser Alter. Jungs, richtig geil. Hey, ich fühle mich gerade richtig wohl. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Das ist der absolute Wahnsinn. Schwierig für dich immer hin und her zu gucken, ne? Wenn wir links und rechts finden. Ich krieg das hin. Das klappt wunderbar. Ich muss sagen, ihr seid für mich ein absoluter Überraschungshit. Also ich habe euch das erste Mal dieses Jahr auf dem Rockharz tatsächlich gesehen und seitdem seid ihr bei mir sehr bewusst angekommen. Und ich finde euch wirklich, wirklich Hammer. Das muss ich jetzt am Anfang nochmal raussagen. Und die erste Frage, die ich habe, ist mir sehr wichtig. Sind Einhörner Metal? Weniger Metal als Pinguine. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ich habe euch relativ neu entdeckt und deswegen würde ich euch einfach mal bitten, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr für die Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen? Achso, jetzt persönlich. Hallo, ich bin der John, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin berufstätig, ich mag Spaziergänge. Oder meinst du jetzt eher so, wir sollen die Band vorstellen? Wirklich die Band vorstellen? Also, du kannst dich auch persönlich vorstellen. Okay. Hau einfach raus, erzähl einfach. Ja, Deadlock gibt es eigentlich schon eine ganze Weile. Also wir sind, glaube ich, im 19. Bandjahr. Ja. So. Wir sind, ich glaube, Anfang der 90er so in diesem Metalcore-Fahrwässer irgendwo so an den Strand gespült worden. Und seither eigentlich auch im In- und Ausland sehr aktiv, so was die Live-Performance angeht, machen in regelmäßigen Abständen Alben. Haben tatsächlich auch das ein oder andere Mal genau das Problem, dass du halt wirklich sagst, hey, ich habe die Band noch nie gehört. Ja. Muss man sich auch mal hinterfragen, ob man dann vielleicht irgendwie mit seiner Internetseite irgendwas falsch angeht heutzutage. Aber nee, ich glaube, wir sind ein ganz sympathischer Haufen, oder? Wir nehmen uns, das, was wir machen, nehmen wir sehr ernst. Aber wir nehmen uns halt nicht zu ernst. So, ne? Ja. Also wollen schon anspruchsvolle, coole Live-Musik spielen, aber reiten dann doch ganz gerne mal über das ein oder andere Stereotyp drüber. Zum Beispiel, was wäre so ein Stereotyp für dich? Naja, so, wir sind ja eine Vegan-Band so. Und da ist natürlich schon so, dass klar, wir haben da unsere Meinung und wir haben da unsere Einstellung auch zu, aber da gab es ja auch Zeiten, da wurde man mal auf das nur auf das reduziert und das, was da musikalisch passiert ist, hat überhaupt keiner mehr beleuchtet. So, das, ja, also als dieses Thema so aufkam, so rund um Heaven Shall Burn, Maroon, uns, war Caliban jemals eine Vegan-Band? Wahrscheinlich nicht, oder? Seid ihr dann auch wirklich straight edge vegan, also komplett kein Alkohol, gar nichts? Oder sagt ihr also wirklich, also ich sag's mal normal vegan? Also früher war Deadlock mal eine vegan straight edge Band. Das ist aber schon ein bisschen her. Basti trinkt nicht. Also Basti ist straight edge, aber also jetzt. Wobei ich finde das faszinierend, weil ich habe mich im Vorfeld ein bisschen mit euch beschäftigt und in fast jedem Interview, also deswegen ist die Frage sehr ironisch jetzt, das Thema vegan kommt sehr oft auf, das ist doch sehr polarisierend. Ich verstehe aber nicht warum, weil es ist jetzt eigentlich, also meiner Meinung nach zumindest, sehr in der Gesellschaft schon angekommen. Das ist definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil es halt immer noch genügend Leute gibt, die gern zu schnell in den Schubkasten denken. So, ne? Und dann, okay, musikalisch kann man dir jetzt irgendwo Melodic Metal, Female Fronted, Symphonic Metal, Metalcore, weiß ich nicht, ist eine Vegan-Band, okay, Schubkastel gefunden. Okay. So leite ich mir das her. So, aber am Ende. An sich ist die Frage richtig, warum eigentlich? Also, eigentlich ist es vollkommen budelt. So. Also, mit Slayer redest du auch nicht drüber, was Kerry King zum Mittag gegessen hat. Das ist so. Aber wie ist es generell von den Veranstaltern her? Die nehmen da auch gut Rücksicht drauf, oder? Ja, da muss man wirklich sagen, das sind also selbst in kleinsten Clubs mittlerweile die Veranstalter sehr, sehr gut aufgestellt und nehmen da Rücksicht. Den einen oder anderen, in Anführungsstrichen, Witzbold hast du dann auch mal, der halt erstmal sagt, oh hier, eure Wurstplatte. Ach nee, das war ja für die andere Band. So. Nee, das passt mittlerweile, das ist wirklich sehr gut. Also tatsächlich auch mal auch verglichen mit dem europäischen Ausland oder auch darüber hinaus, was die Veranstalter hier auf die Beine stellen, selbst in kleinsten Clubshows, was da geboten wird für die Band, das ist eigentlich wirklich... Was ist denn so das Ausgefallenste, was ihr bisher hattet? So. An Essen, ja. Risotto mit Reis. Genau. Zwei große Töpfe Reis.
Die Soße wurde vergessen und tatsächlich haben wir dann irgendwo noch einen Apfel gefunden, den haben wir uns dann noch geteilt. Ja. Das ist aber glaube ich schon 10 Jahre her. Ja. Aber ihr habt mich vorhin wirklich weggeflasht beim Auftritt. Wie war es denn, was war das Gefühl, vorhin auf der Bühne zu stehen? Wie war das? Ich fand's super. Ich hatte jede Menge Spaß. Über den einen Technikpatzler wollen wir jetzt nicht breitreden. Aber also ich hatte jede Menge Spaß. Wenn ich nach vorne geguckt habe, die Leute unten glaube ich auch. Und auch so links, also naja, rechts nicht, links. Ich stand ja rechts. Also links die anderen glaube ich auch. Also zumindest sahen alle ganz glücklich aus. Was machst du eigentlich, wenn dich mal live auf der Gitarre verhaust? Wenn ich mich verhaue, spiele ich halt weiter, ist halt live, ne? So tun, als wäre nichts gewesen und weitermachen. Ja, ey, da ist ja mal verspielt, der verspielt sich halt mal. Probt ihr eigentlich noch regelmäßig oder klappt das so krass nicht mehr? Doch jetzt im Zuge der Albumproduktion im Vorfeld auf die Festivals haben wir schon für unsere Verhältnisse sehr, sehr viel geprobt, also zusammen geprobt. Ja. Wir alternieren sie, nachdem wie viel wir live spielen. Wenn wir viel live spielen, proben wir wenig. Wenn wir wenig live, also wenn wir irgendwie lange nicht gespielt haben, dann proben wir vorher schon eher mehr. Ja. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt jedes Wochenende eine Show spielst, dann musst du nicht auch noch eine Woche proben, weil dann ist auf der Bühne bist du drin. Probe, so. Ja. Was ist das Wichtigste, außer das Equipment für euch, was ihr mitnehmen müsst auf einer Tour? Auf einer Tour? Ja. Außer das Equipment. Der Teddybär. Ja, es ist blöd, wahrscheinlich ein Laptop, ne? Um irgendwie mal noch einen Film zu schauen oder so. Was guckst du so für Filme? Ich bin nicht der Riesen-Cineast, aber Monty Python mag ich sehr gerne. Oh, geil. Welcher ist dein Liebling? Leben des Brian. Hey, genial. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Der Meister hat mich geheilt. Romanus E. und Domus, Mensch genannt Römer, gehen das Haus. Es heißt, Römer geht nach Haus, heißt es aber nicht. Ja, der Film ist echt genial. Was war denn von euch so der geilste Bühnenmoment, den er bis jetzt so hatte? So spontan, der in den Kopf kommt. Geilster Bühnenmoment? Ja. Wo du so wirklich gesagt hast, what the fuck? Ich glaube tatsächlich, also das war mein allererstes Summer Breeze mit Deadlock. Ja. Damals war ich noch am Bass unterwegs. Darf ich fragen, wann war das? Vor sechs Jahren. Ja, wie gesagt, damals war ich noch als Basser unterwegs. Ich habe im Vorfeld zwar alles ziemlich stressig, ziemlich kurz vorher angekommen. Schnell noch Linecheck, wie das dann halt so ist mit zwei Bühnen. Vor der Bühne, auf der du jetzt spielst, steht noch keiner, weil nebenan jemand auf der Mainstage spielt. Dann guckst du 5 Minuten vor der Show runter und denkst so, oh, naja, das wird jetzt nicht so geil. Und dann gehst du runter, machst dich nochmal kurz warm und dann läuft das Intro los, du gehst vor und auf einmal ist der Platz voll. Und das ist halt so dieser, Alter, wie heute wieder. Ja. Heute war es halt relativ schnell auch voll, so. Da war es nicht ganz so der Aha-Effekt. Aber wenn du halt auch heute, hat man genug Zeit auch so für die Vorbereitung. Aber das ist dann halt schon so dieses Vorgehen und auf einmal denkst du, Alter, was ist denn hier eigentlich los? Ja. Und das ist halt, glaube ich, ein einzigartiger Kick. So. Was war es bei dir? Kann ich irgendwie gar nicht so richtig sagen, weil es ist kein Moment, der mir so total in Erinnerung geblieben ist. Aber ich kann das, was John sagt, auf jeden Fall unterschreiben. Also dieser Moment, du, keine Ahnung, gehst raus, klotzt auf den Boden, guckst hoch und plötzlich stehen da ein Haufen Leute. Das ist schon ziemlich cool. Also. Geil. Ich habe von dir vorhin eine schöne Aufnahme gekriegt, als du die Wall of Death anschwangen wolltest und die Leute einfach nicht aufgehört haben. Das war so schön. Ja. Manchmal hast du es halt nicht unter Kontrolle und dann ist doch cool, die Leute, also prinzipiell, normalerweise machen wir das auch gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, sagst du es nie, schreib den Leuten nie vor, was sie tun sollen, so, heute waren wir danach, weil die hatten ja von selbst da angefangen, ja gut, dann rennen sie halt im Kreis, ist da auch okay. Ja. Es sah wunderschön aus. Ja. Ich habe die schönsten Live-Bilder von allen Bands bis jetzt gekriegt bei euch, von den Leuten, es war wirklich eine richtig geile Party, ohne Witz. Erinnert ihr euch eigentlich noch das erste Mal auf der Bühne, als erstes Mal auf der Bühne gestanden seid? Wisst ihr das noch? Das war in der zweiten Klasse, da habe ich mit meinen Kumpels in der Grundschule gespielt. Da gibt es auch noch ein Video von. Sehr geil. Weißt du noch, was er gespielt hat? Ja, einkomponierte Songs. Ja. Oh, geil. Warst du nervös? Hä? Ja, garantiert, ganz bestimmt. Was macht ihr denn eigentlich generell, wenn ihr nicht gerade Musik macht? Habt ihr noch andere Hobbys oder nimmt Musik bei euch so viel ein, dass ihr sagt, da geht nichts mehr? Boah, ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Leuten. Also, ich glaube, wenn für uns beide sprechen kann, ich glaube, das Thema Freundeskreis, gemeinsame Erlebnisse, viel Reisen, andere Festivals, sich das Leben einfach schön machen, so gut es geht.
Und ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich persönlich bin passionierter Serienjunkie. So. Ach, geil. Also ich kann mich auch mal 2 Wochen zu Hause einschließen. Und was guckst du denn so, darf ich mal fragen? Also zurzeit gucke ich die zweite Staffel Bates Motel läuft gerade wieder durch. Kenne ich zwar schon, aber meine Freundin kann das noch nicht. Dann The Leftovers von den Lost-Typen. Ja. Ziemlich krasser Scheiß. Weeds haben wir jetzt mal angefangen, zum Einschlafen. Und dann haben wir uns an Twin Peaks nochmal rangewagt. Ja, also immer so 4-5 Serien am Stück parallel. Darf ich fragen, wie gehst du dann privat mit um? Ihr seid relativ viel unterwegs, mit Freunden, allem dran, kommt ihr dann mit? Oder wie macht ihr das? Also wenn sich's organisatorisch hinbiegen lässt, dann kann man die schon mitnehmen, das ist doch cool. Ja. Aber da gibt es auch keine Zwänge. Ja. So, wenn das jetzt halt, wie jetzt morgen, da haben wir halt einfach nur beschränkte Plätze im Bus, so, dann fahren wir halt unter uns sozusagen. Aber ich glaube, das kriegt jeder für sich sehr, sehr individuell und gut hin. Ihr seid doch recht groß mittlerweile, finde ich. Was hat sich für euch so bewusst am meisten verändert im Vergleich zum, ich sag mal, Anfang, also wo ihr eingestiegen seid? Für mich persönlich? Ja. Reife, Erfahrung? Vielleicht so ein bisschen routinierter in dem, was man so tut, aber so richtig viel geändert hat sich da eigentlich nicht. Ich bin aber, muss auch ehrlich sagen, ich bin ja zu Detlo gekommen, da war es schon relativ fortschrittlich. Ja. Ich muss mal ganz blöd machen, ihr seid beide keine Gründungsmitglieder, gell? Ihr seid beide dazu. Wie kam das bei euch dann, dass ihr dazu gestoßen seid? Naja, tatsächlich, ich habe immer mal in den 90ern immer mal am Bass ausgeholfen und Ferdi und ich sind eigentlich BFFs, wenn man das so neudeutsch sagen will, und machen seit ewigen Zeiten zusammen Musik und dann ist es dann halt so, dann hast du halt, wenn auf einmal heißt, hey, Deadlock braucht die Gitarristen, ja okay, mein Dude kann das gut, dann machen wir das doch lieber, behalten wir das doch lieber im Netzwerk so, also das komplette Umfeld, auch so die ganze Crew und so, das ist halt alles so wirklich auf Kumpelbasis, willst du auch eine schöne Zeit haben, wenn du unterwegs bist, so. Was hat sich am krassesten verändert? Ich meine, eigentlich am Ende des Tages nichts. Am Ende des Tages ist es vielleicht heutzutage, glaube ich, für eine deutsche Band sehr, 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 sehr schwer, sich zu behaupten oder seinen Status zu erhalten. Das war in den 90ern einfacher, meine ich. Und als neue Band hochzukommen, ist halt eigentlich fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man sich da mal anguckt, was da für viele coole Bands sich ein Ei kaputt spielen, sozusagen. Und ab einer bestimmten Größe, wenn dann Plattenfirmen und Managements und Booker ins Spiel kommen, da geht es halt dann nicht mehr nur darum, wie cool ist die Band, sondern was verkaufen die Band, wie viele Leute kommen zu den Shows, wie viel Merch verkauft die Band. Oder dann halt einfach, dann findest du dich manchmal schon, sagst du, das ist eigentlich so ein Wettbewerb, auf den ich persönlich gar nicht mal so Bock habe, weil ich glaube, wenn du hier einfach mal schaust, welche Band live spielen muss, welche Band Platten verkaufen muss, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich glaube, das merkst du halt einfach auch auf der Bühne. So eine Bürostuhl-Atmosphäre darf halt nicht vorherrschen. So. Und deswegen halten wir es eigentlich, also je krasser diese Entwicklung so kommt, umso mehr back to the roots und umso egalitärer gehen wir eigentlich mit den ganzen Geschichten um. So. Das heißt, du kommst um diese Scheiße irgendwie nicht drum herum, so, aber eigentlich sind es diese Marktprinzipien Sachen, die du eigentlich nicht haben willst. Ja. Wenn du Musik machst und wenn du es als Hobby machst. Ne? So. Also. Jungs, ihr seid mir echt mega sympathisch. Aber darf ich euch fragen, habt ihr dann alle noch einen normalen Job nebenbei oder ist das nicht mehr machbar mit den Auftritten, die ihr mittlerweile spielt? Darf ich fragen, was ihr macht oder wollt ihr nicht? Also ich arbeite bei einer Firma für vegane Lebensmittel. Ich studiere seit 11 Jahren. Rechtsanwalt, Rechtswissenschaft, oder? Nein. Informatik, hey cool. Was macht ihr eigentlich generell nach der Show, wenn ihr jetzt so wie jetzt vor heute, ihr seid vorhin von der Bühne runter, wie läuft das dann ab euch? Also mir ist eigentlich nach der Show immer erstmal schlecht, eine halbe Stunde. Ja, durchatmen und Bier trinken. Ein, zwei Bier trinken. Dann Essen wird jetzt so die nächste Großbaustelle. Ja. Und dann irgendwann erste Reihe bei Unleashed. Ja, sehr geil. Ja. Das heißt, ihr geht auch zu anderen Bands dann direkt in die Front rein? Auf jeden Fall, Dann wirklich in der Front, in die Masse oder oben auf dem Balkon? Nee, also Balkon dann immer mal so, wenn du mit der Freundin unterwegs bist, komm, wir gucken mal einen Song von oben und komm, wir gehen mal einen zum F&H und komm, wir gucken mal so weit vor, wie es geht. Also
vorne ist schon irgendwie lustiger. Ja. Oben ist halt so, ja. Naja, da stehen die ganzen Schnösel rum. Ja, genau. Das ist ja genau, ja genau. Hier die VIPs, ja, genau, so ein Scheiß. Ja, das ist vorne schon netter. Geil. Schon mal der Sound auch immer beschissen ist. Ja, das ist richtig. Werdet ihr eigentlich erkannt, wenn er dann da in der Masse steht? Oder habt ihr das Glück, einfach durchlaufen zu können? Ab und an schon. Was ist da so der krasseste Moment gewesen? Gibt's ja eigentlich nichts. Also wenn du erkannt wirst, ist es dir vielleicht peinlich, weil du selber gerade betrunken bist. Ja. Vielleicht auch nicht. Manchmal ist es halt auch ganz normal. Und ich weiß nicht, das Krasseste, wenn man das so will, war, glaube ich, mal so, bei einer dieser Bekanntschaften so, hey, boah, auf der Bühne siehst du gar nicht so alt aus wie jetzt. Ja, so. Nein. aber das war's dann auch schon. Ja, cool. Krasser war es noch nie, oder? Hast du schon mal einfach einen auf die Fresse gekriegt nach der Show? Weil die Leute. Nee, du oder ich? Oder wir, einer von uns? Echt? Nee, das ist die Frage. Ach so, nö. Einfach so mitten von irgendjemandem. Aber das war jetzt auch mal wirklich assi, jetzt mal ganz ehrlich. Eine Frage habe ich noch, die stelle ich jeder Band. Ich weiß, ich frage ja sehr viel und du willst immer kreativ sein, dir neue Fragen überleben, es soll aber nicht scheiße werden. Gibt es bei euch eine Frage, die ihr immer mal beantworten wolltet in dem Interview, die aber bis jetzt noch nicht gestellt wurde, wo ihr einfach sagt, hey, die hätte ich echt gern mal gehört? Nee, ich kann das klar verneinen. Welche Frage? Aber das ist natürlich auch eine ganz einfache Geschichte, wenn du dir neue Fragen ausdenken musst, einfach den Ball zur Band zu spielen und sagen, ja, was wolltest du schon immer mal gefragt werden? Ja, ist richtig. Bist du fein raus? Zwei Jahre hast du das gesagt. Nee, das ist nicht, um deinen Job zu machen, ne? Nee, ach, siehst ja, ich bin notorisch fauler Mensch, ich mach's mir immer einfach. Das will ich auch so machen. Ja, das ist das Geile. Vielen, vielen Dank, es war der absolute Hammer, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Ja, das war cool, super.